Horus war der 16. Sohn des Imperators und der Primarch der Lunar Wolves. Horus' Inkubator-Kapsel landete auf dem Bergbauplaneten Chthonia, in einem Sternensystem nicht allzu weit weg von Terra selbst. Seine Kindheit und jungen Jahre sind wesentlich schlechter dokumentiert als die seiner Brüder. Bekannt ist, dass es ihm schnell gelang, sich an die harsche Umgebung Chthonias anzupassen. Bereits kurze Zeit nach der Zerstreuung der Inkubatorkapseln wurde Horus von seinem Vater wiederentdeckt. Begleitet von festlichen Zeremonien kamen der Imperator und Horus gemeinsam wieder auf Terra an. Da er der erste Primarch war, der wiederentdeckt wurde, erhielt Horus besonders viel Aufmerksamkeit von seinem Vater. Er wurde schon früh in militärischen Dingen unterrichtet und der Imperator teilte seine Vision einer geeinten, friedlichen, ausschließlich von Menschen besiedelten Galaxis mit seinem Sohn. Fast 30 Jahre lang war Horus der einzige Primarch an der Seite seines Vaters. Während dieser Zeit erlangte Horus das volle Vertrauen des Imperators und erhielt mehrere Male die volle Kontrolle über die gesamten imperialen Streitkräfte. Selbst als ein Großteil der anderen Primarchen bereits wiederentdeckt worden war, stieg Horus' Ansehen immer noch weiter an. Er war beliebt unter den Bürgern des Imperiums und sogar unter seinen Brüdern, die ansonsten eher zu Streitigkeiten neigten. Schließlich wurde ihm die Kontrolle über den großen Kreuzzug im gesamten östlichen Spiralarm übergeben, wo er die Primarchen Alpharius Omegon entdeckte. Horus war nicht nur ein ausgezeichneter Kämpfer und Stratege, er verstand sich auch auf die Kunst der Diplomatie. So wurden häufig ganze Welten erobert, ohne einen einzigen Tropfen Blut zu vergießen. Er war auch der Erste, der die Bräuche und Sitten der eingenommenen Welten annahm, um den Einwohnern Sympathie zu zeigen und damit einen Kampf zu vermeiden. Er wusste auch die Stärken seiner Brüder geschickt einzusetzen. Verlangte es nach einem Sturmangriff, so schickte er die Nightlords oder die White Scars. Würden gekonnte Nahkämpfer benötigt, so entsandte er die World Eaters oder die Blood Angels. Er stachelte die Legionen untereinander an, um sie noch ehrgeiziger kämpfen zu lassen. Nachdem im Ulanor-System ein mächtiges Ork-Imperium erfolgreich zerschlagen wurde, verkündete der Imperator seine Rückkehr nach Terra und ernannte seinen Sohn Horus zum Kriegsmeister. Seine Brüder Angron, Robut Gilliman und Lionel Johnson waren mit der Wahl nicht einverstanden. Sie waren sich sicher, dass ihnen diese Erde zugestanden hätte. Im Zuge des Großen Kreuzzuges hatte Horus mit der 63. Expeditionsflotte unzählige Planeten im Namen des Imperiums erobert. Darunter war auch ein Planet namens Darwin, auf dem Horus Eugen Temba als planetaren Gouverneur zurückließ. Temba bat Horus, seine Meinung zu ändern und ihn weiterhin am Großen Kreuzzug teilhaben zu lassen. Der Kriegsherr verweigerte ihm aber diesen Wunsch. Horus' Flotte erhielt ein Notrufsignal einer Kompanie der Blood Angels, die auf dem Planeten Mörder von einer unbekannten Xenospezie namens Mega-Arachniden angegriffen wurde. Durch den effizienten Vorstoß der Emperor's Children war es den Lunar Wolves möglich, die Xenos zurückzudrängen und die Überreste der Blood Angels zu bergen. Als Sanguinius auf Mörder eintraf, wurden ihm die geborgenen Rüstungsteile seiner Söhne übergeben. Dankbar nahm er sie entgegen und schloss sich dem Kampf gegen die Mega-Arachniden an. Nachdem der Planet ausreichend befriedet worden war, zogen sich die Legionen auf ihre Kriegsschiffe im nahen Orbit zurück. An Bord der Vengeful Spirit angekommen, wurde die Expeditionsflotte von einer unbekannten, jedoch zweifellos menschlichen Zivilisation kontaktiert. Sie nannten sich selbst die Interrex und waren bereit, Kontakt zu ihren menschlichen Brüdern aufzunehmen. Die Interrex waren ein technologisch extrem weit fortgeschrittenes Volk, deren Geschichtsschreibung bis in die Zeit vor dem Weltenbrand zurückreichte. Sie waren sich also bewusst über die Existenz ihrer Heimatwelt Terra, obwohl der Kontakt dorthin schon vor langer Zeit abgebrochen war. Horus hatte vor, die Interrex wieder in den Schoß des Imperiums zurückzuführen. Diese waren aber zunächst misstrauisch und hinterfragten die Absicht der Expeditionsflotte. Durch das diplomatische Geschick des Kriegsherrn gelang es ihm, ein Treffen mit den Führern der Interrex zu vereinbaren. Begleitet wurde er dabei von seinem Monival, die seine Berater und engsten Vertrauten waren. Das Monival bestand aus Captain Tarik Torgadon, Captain Horus Aximand, Captain Gavriel Loken und First Captain Ezekiel Abaddon, der später als Abaddon der Vernichter die Galaxien Angst und Schrecken versetzen sollte. Als Gavriel Loken sich mit einer Sicherheitskraft der Interrex unterhielt, erfuhr er den Grund ihrer Zurückhaltung. Auch wenn sie innerhalb des Imperiums noch weitgehend unbekannt waren, so waren die Mächte des Chaos den Interrex sehr wohl bekannt. Sie waren Fremden gegenüber zurückhaltend und vorsichtig, da sie befürchteten, sie könnten bereits vom Chaos korrumpiert sein. Als Loken zugab, nichts von all dem zu verstehen, entspannte sich die Wache und gab zu, die Angehörigen der Expeditionsflotte falsch eingeschätzt zu haben. Plötzlich brachen Alarmsirenen aus und die Wachen der Interrex wurden in Bereitschaft gesetzt. Loken fragte, was gerade passiert sei und erfuhr, dass soeben ein wertvolles Artefakt aus einem Museum der Interrex gestohlen worden war. Die Interrex beschuldigten die Abgesandten der Expeditionsflotte des Diebstahls und schlimmer noch, Diener des Chaos zu sein. Unfähig, die Situation zu entschärfen, sahen sich Horus und sein Gefolge gezwungen, sich mit Waffengewalt den Weg zurück auf ihr Schiff zu bahnen. Ein Krieg mit den Interrex entbrannte, die imperiale Flotte war ihnen jedoch überlegen und so wurden sie vernichtet. Es war Erebus, erster Ordenspriester der Wordbearers gewesen, der das Artefakt gestohlen hatte. Es handelte sich dabei um ein Schwert, Anatame genannt,
das in der Lage war, jedes noch so gut geschützte Opfer zu töten. Einmal auf eine spezielle Person ausgerichtet, war es nur noch eine Frage der Zeit, bis sie der Klinge zum Opfer fiel. Erebus benötigte diese Waffe, um seinen Plan auszuführen und Horus in die Hände des Chaos zu bringen. Er begab sich zurück nach Darwin, um mit den geheimen Chaos-Kultisten der Schlangenloge Kontakt aufzunehmen. Auch sie waren ein weiteres Puzzleteil in seinem Plan. Aus unbekannten Gründen verfiel Eugen Temba, imperialer Gouverneur Darwins, dem Chaosgott Nörgel. Die Verzweiflung, die er verspürt hatte, als er auf dem Planeten zurückgelassen wurde, könnten dem Chaos einen Weg geboten haben, ihn zu korrumpieren. Temba errichtete einen Stützpunkt auf Darwins Mond, der durch Nörgels Macht in einen solchen befallenen Planeten umgestaltet wurde. Erebus übergab das Anatame an Temba. Er hatte die Falle aufgestellt und war nun bereit, den Köder auszulegen und sie zuschnappen zu lassen. Erebus kontaktierte Horus und berichtete ihm, dass Darwin sich vom Imperium losgesagt hätte. Temba selbst hätte sich gegen den Imperator gewandt und Horus in einer öffentlichen Erklärung beleidigt. Erebus kannte die Schwächen des Kriegsherrn und nutzte sie zu seinem Vorteil aus. Horus war zerrissen von Wut und Schuld. Er war es gewesen, der Temba auf dem Planeten zurückgelassen hatte, obwohl er ihn angefleht hatte, dies nicht zu tun. Dennoch war Temba ein imperialer Soldat und wie jeder Soldat hatte er seine Pflicht zu erfüllen. Sich vom Imperator loszusagen und das Vertrauen, das Horus in ihn gelegt hatte, zu missbrauchen, konnte nur mit dem Tod bestraft werden. Horus beschloss, selbst an dem Feldzug gegen Temba teilzunehmen. Zum einen wegen seiner persönlichen Beziehung zu dem Gouverneur, zum anderen, weil er den bürokratischen Teil seines Amtes als Kriegsmeister satt hatte. Er wollte einfach wieder Krieger sein, um das zu tun, wofür sein Vater ihn erschaffen hatte. Er brach mit seiner Streitmacht auf, um Darwin im Namen des Imperators zurückzuerobern. Als seine Truppen auf dem Mond landeten, merkten sie, wie sehr sich der Planet verändert hatte. Er war bedeckt von Sümpfen, kranken Pflanzen und einem undurchdringlichen Nebel. Sie empfingen auch ein wirres Funksignal, das nur von den Verrätern kommen konnte und von Verwesung und Zerstörung sprach. Wie aus dem Nichts wurden sie von den Überresten der ehemaligen Soldaten Tembas angegriffen. Dämonische Magie hatte ihre Leichen wiedererweckt und sie verursachten schwere Verluste unter der Legion. Schließlich stießen sie auf die Quelle des Signals, die abgestürzte Glory of Terra. Gegen den Rat seines Monivals begab sich Horus mit zwei Kompanien in das Wrack, während der Rest Wache halten sollte. Im Inneren angekommen, kippte das Schiff plötzlich zur Seite und Horus wurde von seinen Soldaten abgeschnitten. Seuchenhüter tauchten plötzlich im Inneren und um das Schiff herum auf und verwickelte die Legion in schwere Kämpfe. Horus kämpfte sich seinen Weg zur Brücke vor, wo er auf den grässlich entstellten Eugen Temba traf. Temba pries seinen neuen Herrn Nörgel und bot auch Horus an, an der Seite des Seuchengottes zu stehen. Angewidert vom Anblick Tembas griff Horus an. Doch obwohl Tembas Körper aufgebläht und träge wirkte, war er durch das Anatame doch ein extrem gefährlicher Gegner. Schließlich gelang es Horus, einen tödlichen Hieb zu landen. Er selbst wurde jedoch ebenfalls verwundet. Im Sterben verschwand der Wahn Tembas und er bereute seine Schwäche und seinen Verrat. Er teilte Horus mit, er müsse Stärke beweisen und auf die kommende Zukunft vorbereitet sein. Horus konnte sich noch aus dem Wrack schleppen, brach dann aber zusammen. Die Klinge war vergiftet gewesen, selbst sein übermenschlicher Körper konnte ihn nicht vor dem Toxin schützen. Er wurde auf die Krankenstation gebracht, doch selbst die Apothekare waren nicht in der Lage, ihrem Primachen zu helfen. Seine Söhne waren verzweifelt und so waren sie bereit, einem waghalsigen Vorschlag Erebus zuzustimmen. Auf Darwin gäbe es Heiler, die in der Lage sein könnten, dem Primachen das Leben zu retten. Tarek Torgadon und vor allem Gavin Logan waren entschieden gegen das Vorhaben, konnten es jedoch nicht verhindern. So wurde Horus in den Tempel der Schlangenloge gebracht und angeblich alleine eingeschlossen. Erebus hatte sich jedoch ebenfalls hineingeschlichen. Im Tempel wurde eine Chaosbeschwörung durchgeführt und Erebus wurde in die Träume des Kriegsmeisters gesandt. Er gab sich als Hastur Sejanus aus, einem ehemaligen Mitglied des Monivals, der während der Befriedung des Planeten 6319 gefallen war. Er zeigte Horus Visionen von mächtigen, friedfertigen Wesen im Warp, die seine Hilfe benötigten. Der Imperator hätte bei der Erschaffung der Primachen die Hilfe dieser Wesen benötigt, nur um sie anschließend zu betrügen. Der Imperator hätte vor, sich selbst zu einem Gott zu erheben, während man Horus Taten vergessen hatte. Erebus führte Horus in das Labor, in dem er und seine Brüder geschaffen worden waren. Gerade als Erebus ihm erklärte, wie der Imperator die Primachen erschaffen hatte, öffnete sich ein Realitätsriss über den Kapseln. Die Custodes, angeführt von Konstantin Valdor, stürmten in die Kammer und hielten Horus für den Verursacher. Es kam zum Kampf und gerade als die Kapseln dabei waren, fortgerissen zu werden, erschien der Imperator selbst und hielt die Zeit an. Er schien die Situation abzuwägen, ließ die Zeit wieder fließen und wandte sich von den Kapseln ab, die nun im Warp verstreut wurden. Horus schrie ihn an, etwas zu unternehmen, die Zerstreuung seiner Brüder zu verhindern, doch der Imperator verließ schweigend die Kammer. Augenblicke später wurde Horus wieder aus dem Labor gerissen. Er war nicht bereit, Erebus leichtfertig zu glauben, doch dieser traf genau die wunden Punkte des Kriegsmeisters. Horus war die wachsende Bürokratie im Imperium schon länger leid und war erzürnt, dass er sich vor dem Rat von Terra rechtfertigen musste. Der Rat bestand einzig aus Menschen,
Keinem Astartes war es erlaubt, Teil des Rates zu werden. Horus befürchtete, dass all seine Bemühungen vergessen werden würden. Seine Werke würden in die Hände schwacher Menschen fallen, während er und seine Brüder in Vergessenheit gerieten. Plötzlich tauchte Magnus in Horus' Traum auf und entlarvte Horus' Führer als Erebus. Magnus flehte seinen Bruder an, dem Imperator treu zu bleiben und sich den Verlockungen des Chaos zu widersetzen. Horus brachte sie beide zum Schweigen, ihm sei sehr wohl bewusst, was hier vor sich ging. Sie beide würden versuchen, ihn zu manipulieren und er könne weder dem einen noch dem anderen trauen. Erebus erwähnte, dass sich Lorga bereits dem Chaos angeschlossen hatte, eine Tatsache, die Horus mit ein wenig Eifersucht erfüllte. Es gefiel ihm nicht, dass sein Bruder vor ihm von den Mächten des Chaos auserwählt worden war. Erebus sprach weiter und erklärte, der Pakt mit den Mächten des Chaos sei einfach. Der Imperator müsse ihnen ausgeliefert werden und Horus würde im Gegenzug unbegrenzte Macht erhalten. Die Chaosgötter hätten kein Interesse an den Räumen außerhalb des Warps. Die Galaxie würde Horus gehören. Horus traf seine Entscheidung. Magnus wurde zurück nach Prospero gerissen und der Kriegsmeister erwachte im Tempel der Schlangenloge. Der Primarch wusste, dass er seine Rebellion vorsichtig und langsam angehen musste, um erfolgreich zu sein. Die Loyalität in der gesamten Expeditionsflotte schob sich langsam vom Imperator zu Horus hin. Gemeinsam mit den World Eaters griffen die Sons of Horus die Aurethian Technocracy an, die im Besitz einiger SDKs waren. Standard-Technologiekonstrukte, kurz SDK, waren von unaussprechlichem Wert. Sie enthielten hochentwickelte Technologie aus der Zeit vor dem Weltenbrand. Horus nutzte sie, um sich die Loyalität des Mechanikus in seiner Flotte zu erkaufen. Während der Kapitulationsgespräche, in deren Verlauf Angron in einem Wutanfall die Führer der Aurethian Technocracy abschlachtete, ließ Horus den Lord Commander Hector Varvaros ermorden, da er loyal zum Imperator stand. Während eines Besuchs der Emperor's Children führte Horus ein Gespräch mit seinem Bruder Fulgrim und nahm ihn in den Reihen der Verräter auf. Er schickte ihn, um Ferus Manus und seine Iron Hands zu überzeugen, auf Horus' Seite zu wechseln. Ein Unterfangen, das letzten Endes scheitern sollte. Horus hatte bereits Vorkehrungen getroffen, um jene Legionen, die zu Imperiums treu waren, um sich ihm anzuschließen, zu beschäftigen oder von Terra fortzulocken. Er hatte Leman Russ, der gerade auf dem Weg war, um Magnus und seine 1000 Sons für die Vernichtung des Warp-Netzwerks auf Terra zu bestrafen, aufgehetzt und dafür gesorgt, dass er Magnus töten würde. Die Ultramarines würden von den World Eaters angegriffen werden und die Blood Angels würden auf einen langen Kreuzzug geschickt. Horus hatte seinen Pakt mit den Chaosgöttern geschlossen, er hatte jedoch eine Bedingung. Die Streitkräfte des Chaos sollten sich erst nach der Schlacht von Istvan III mit seinen Truppen vereinen. Diese Angelegenheit müsse er allein regeln. Horus erhielt den Befehl, das Istvan-System nach seiner Abspaltung vom Imperium wieder zu befrieden. Er nutzte diese Gelegenheit, um sicherzustellen, dass all seine Legionäre hinter ihm standen, wenn es zur Schlacht gegen den Imperator kam. Er stellte handverlesene Trupps zusammen, die am Angriff auf Istvan III teilnehmen sollten. Es handelte sich um die imperiumstreuen Soldaten der Death Guard, Emperor's Children, World Eaters und Sons of Horus. Die Truppen wurden abgeworfen und der Angriff auf Istvan III begann. Währenddessen ließ Horus die Memoranten und Iteratoren der 63. Expeditionsflotte versammeln. Vor ihren Augen begann er mit einem Virusbombardement, um die Loyalisten auszuschalten. Im Anschluss daran ließ er das Feuer eröffnen. Kaum jemand überlebte dieses Massaker. Horus' Plan ging aber nicht zur Gänze auf, da Saul Tarwitz von den Emperor's Children die Loyalisten mahnen konnte. Sie hatten Schutz in alten Bunkeranlagen gesucht und als Angron sah, dass sie noch am Leben waren, führte er selbst den Sturmangriff, um sie endgültig zu vernichten. Erst nach 4 Tagen ununterbrochener Kämpfe zog sich Angron mit seiner Legion zurück, um den Weg für ein endgültiges Bombardement freizugeben. Danach zog sich Horus mit seinen Truppen auf Istvan V zurück, wo er eine Falle für die vom Imperator gesandten Truppen auslegte. Der Imperator hatte die Salamanders, die Raven Guard, die Iron Hands, die Wordbearers, die Iron Warriors, die Night Lords und die Alpha Legion ausgesandt, um Horus nach Terra zu bringen, um ihn für seine Taten zur Verantwortung zu ziehen. Jedoch waren zu diesem Zeitpunkt nur noch die Salamanders, die Raven Guard und die Iron Hands dem Imperator loyal ergeben. Die restlichen Legionen wandten sich nach der Landung auf Istvan V gegen sie. Nur eine Handvoll Legionäre konnte dem Landungsplatz-Massaker entkommen. Horus begab sich anschließend nach Molech, um dieselbe Macht wie der Imperator erlangen zu können. Es gelang ihm, einen Dämon namens Krua Angelos zu foltern, um von ihm die Geheimnisse seines Vaters zu erfahren. Nachdem Horus die Stadt Lupercalia auf Molech eingenommen hatte, führte er Mortarion und einen kleinen Trupp seiner Legion in einen geheimen Bereich unter der Stadt. Dort überwältigten sie einen Trupp der Ultramarines und verhinderten die Versiegelung eines Warp-Tores. Horus ließ sich von seinem Bruder schwer verwunden, um das Tor betreten zu können. Nur wenige Augenblicke vergingen, bis Horus wieder aus dem Portal hervortrat. Seine Erscheinung hatte sich verändert. Seine Ausstrahlung war dunkler und stärker als zuvor. Obwohl er in dieser Realität nur wenige Augenblicke verschwunden war, waren im Warp viele Jahrzehnte vergangen. Horus hatte dort tausende Königreiche erobert und sich das Wissen seines Vaters erkämpft. Er war mächtiger als jemals zuvor. Horus war endlich bereit, den entscheidenden Vorstoß nach Terra zu wagen. Die Belagerung der imperialen Heimatwelt begann mit tagelangem Bombardement.
Erst danach landeten die Verräterlegionen auf Terra und begannen ihren Vormarsch auf den imperialen Palast. Unzählige imperiale Soldaten wandten sich gegen ihre Brüder, entweder vom Chaos korrumpiert oder einfach dem Wahnsinn verfallen. Dämonen begannen sich zu manifestieren und wüteten unter den Verteidigern. Den Horden des Chaos gelang es, bis zum imperialen Palast vorzudringen, jedoch wurden sie immer wieder zurückgeworfen. Dämonenprimarch Fulgrim war dieses Vor und Zurück überdrüssig geworden und zog seine Emperor's Children ab, um über leichtere Beute herzufallen. Er brachte eine Orgie der Zerstörung über weite Teile Terras. Doch die Verstärkung der Loyalisten war unterwegs. Horus hatte nicht mehr viel Zeit, um den imperialen Palast einzunehmen und den Imperator zu vernichten. So entschied er sich für eine allerletzte List. Er ließ alle Kommunikationswege blockieren und nutzte seine psionische Kraft, um zu verhindern, dass der Imperator über die kommende Verstärkung informiert wurde. Anschließend ließ er die Schutzschilde seines Flaggschiffs herunterfahren, wohl wissend, dass der Imperator diese Gelegenheit zum Angriff nutzen würde. Gemeinsam mit Sanguinius und Rogel Dorn teleportierte sich der Imperator an Bord der Vengeful Spirit. Durch mächtige Warp-Störungen wurden sie aber zersprengt und landeten nicht alle an derselben Stelle. Es war Sanguinius, der als erster den Thronsaal Horus erreichte und auf seinen Bruder traf. Ein letztes Mal bot Horus Sanguinius einen Platz an seiner Seite an, jedoch vergeblich. Der Engel würde sich nie den Kräften des Chaos ergeben und es kam zum Kampf zwischen den beiden Brüdern. Schwer verwundet hatte Sanguinius jedoch keine Chance gegen den mächtigen Kriegsmeister des Chaos. Vor seinem Tode schaffte er es jedoch, Horus' Rüstung zu beschädigen, ein Opfer, das dem Imperator später zum Sieg verhelfen sollte. Schließlich erreichte der Imperator selbst den Thronsaal und sah Sanguinius' leblosen Körper zu Horus' Füßen liegen. Ein mächtiger Kampf entbrannte. Horus wurde mit mehr und mehr Macht von den Chaosgöttern versorgt. Irgendetwas hielt den Imperator davon ab, seine ganze Kraft gegen seinen Sohn aufzubringen, und so wurde er von Horus schwer verwundet. Der Kampf tobte jedoch nicht nur im materiellen Universum, auch im Warp selbst prallten der Imperator und Horus aufeinander. Der Imperator versuchte mit all seiner Kraft, die Chaosverderbnis aus der Seele seines Sohns zu treiben. Zum ersten Mal überkam Horus einen Moment der Klarheit, in dem er erkannte, was er getan hatte, wozu er geworden war, und brach zusammen. Der Imperator konnte nicht zulassen, dass Horus' Seele jemals wieder in die Fänge der Chaosgötter geraten konnte, und so sammelte er seine verbliebene Kraft, um Horus ein für alle Mal zu vernichten. Kurz darauf betrat Rogel Dorn den Raum und fand neben seinem schwer verwundeten Vater nur die zerstörte Hülle seines Bruders Horus vor. Der Imperator wurde von Bord gebracht und in den goldenen Thron gebettet. Abaddon gelang es, die Vengeful Spirit zurückzuerobern und befahl den Rückzug in den Wirbel des Chaos. Dort angekommen wurde Horus' Leichnam in einem Tempel aufgebaut und einige Zeit lang von seinen Söhnen verehrt. Es kam zu heftigen Kämpfen innerhalb der Verräterlegionen, in deren Verlauf die Überreste von Horus von den Emperor's Children gestohlen wurden. Der Körper wurde in einen Bunkerkomplex gebracht und der Apothekarius Fabius Gallus hatte vor, Klone des Kriegsmeisters anzufertigen. Abaddon sammelte die Reste des Sons of Horus, übernahm das Kommando, ließ ihre Rüstung schwarz färben und benannte sie in Black Legion um. Danach machte er sich auf, um den Körper Horus zurückzuholen. Er enterte Gallus' Schiff mit dem Vorhaben, die Experimente zu stoppen. An Bord der Wohlgestalt wurden Abaddon und seine Männer in schwere Gefechte verwickelt, unter anderem gegen einen der Klone Horus. Erst als es zu einem Zweikampf zwischen dem Klon und Abaddon kam, erkannte der geklonte Horus ihn und begrüßte ihn als seinen Bruder und Sohn. Abaddon rammte ihm die Klaue des Horus in seine Brust und feuerte den integrierten Zwillingsbolter ab. Abaddons letzte Worte an Horus waren: Ich bin nicht dein Sohn. Die Frage, wer letzten Endes Schuld am Verrat Horus trug, beschäftigt auch heute noch die Community. Manche sagen, es waren die Mächte des Chaos, ohne sie wäre es nie so weit gekommen. Andere zeigen zum Imperator und sagen, dass es ihm an Weitsicht und Verständnis gefehlt hatte. Oder vielleicht kann die ganze Schuld auch Erebus in die Schuhe geschoben werden. Immerhin ist er die treibende Kraft hinter den Chaos-Einflüssen der Space Marines. Horus' Geschichte ist einzigartig und ich bin ehrlich gesagt froh, dass es keinen Zweifel an Horus' Tod gibt. Ich habe das Gefühl, dass die Geschichte mancher Primarchen durch ihren Scheintod ein wenig verwässert und weniger spannend gemacht wird. Horus hatte seinen Aufstieg, sein Hoch und seinen Fall. Jetzt müssen seine Söhne mit Abaddon, dem Vernichter, zurechtkommen. Ob er sich als Nachfolger Horus auch nur im Entferntesten würdig erweisen kann, muss sich noch zeigen. Ich freue mich schon auf eure Kommentare, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.